Hallo, ich bin Luca Riccardi, der Geschäftsführer von Tecnomed Italia. Im heutigen Video möchte ich über Sterilisierung oder genauer über die neue zur Gänze von Tecnomed Italia entworfene Sterilisierungslinie sprechen. Diese Linie heißt Sterinox und vervollständigt die Produktreihe Handy Surgery. Heute sprechen wir über Neuheiten, das heißt über die technologischen Lösungen, die Tecnomed in eine neue Sterilisierungslinie integriert hat, die wir Standard nennen könnten. Sie werden aber gleich sehen, dass sie alles andere als Standard ist. Ich verliere keine Zeit mit banalen Dingen, sondern komme gleich zu den wichtigen Punkten, die wir für diese Sterilisierungslinie entwickelt haben. Tecnomed ist der Meinung, dass die Sterilisierungslinie die Visitenkarte einer zahnärztlichen Klinik ist. Leider wird diese Tatsache heutzutage etwas vernachlässigt. Wir aber haben beim Entwurf dieser Linie an einen Gast gedacht, der ein Restaurant betritt. Mit Sicherheit waren auch Sie schon einmal in einem Restaurant mit einer offenen Küche, die Einblick gewährt. Welchen Sinn hat eine offene Küche? Wenn der Gast das Restaurant nicht kennt, aber sieht, dass es nichts zu verbergen gibt und man sogar die Küche sehen kann, ist das schon ein riesen Pluspunkt. Dasselbe gilt für einen OP-Raum. Warum sollte es hier auch anders sein? Wenn ein Patient Ihre Klinik betritt, weiß er noch nichts über Sie. Wenn Sie ihm aber eine Sterilisierungslinie wie die Linie Handy Surgery zeigen, wird er Ihnen und Ihrer Arbeit sofort Vertrauen entgegenbringen. Das ist der Grund, warum der Sterilisierungsraum für uns von wesentlicher Bedeutung ist. Der optische Eindruck ist sehr wichtig, um von Beginn an ein Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patienten zu schaffen. Natürlich müssen auch die funktionellen Aspekte, die wir uns gleich ansehen werden, stimmen. Beginnend bei der Arbeitsfläche. In diesem Fall sehen wir eine 2,5 Meter lange Konfiguration. Alle Elemente sind modular. Daher kann die Arbeitsfläche, wie in diesem Fall 2 Meter, aber auch 1,5 oder sogar nur 1 Meter lang sein. Das Spülbecken schließt bündig mit der Arbeitsfläche ab und ist aus hygienischen Gründen mit ihr verschweißt. Sie sehen daher eine durchgehende Fläche, die einfach zu desinfizieren ist. Ein wichtiges Detail ist der Wasserhahn. Wie Sie sehen, gibt es keine Mischbatterie, da sie schwierig zu desinfizieren ist. Zum Einstellen der Temperatur haben wir eine Mischbatterie in das Möbel integriert. Die Betätigung erfolgt über ein elektrisches Pedal. In dieser Konfiguration haben wir das Spülbecken als zweites Element eingesetzt. Es kann aber auch nach Wunsch an die erste, an die dritte oder an die vierte Stelle gesetzt werden. Warum verwenden wir es also als zweites Element? Weil unserer Meinung nach das kontaminierte Material an dieser Stelle hier ankommt und das Personal das gesamte Sterilisierungsverfahren von hier aus der Reihe nach bis zum Ende durchführt. Wir sehen auch, dass die Höhe nicht der Standardhöhe entspricht, sondern etwa 10 cm höher ist. Warum? Normalerweise wird in einem Sterilisierungsraum stehend gearbeitet. Bei niedrigeren Arbeitsflächen müsste man eine unbequeme und daher ermüdende Stellung einnehmen. Das heißt aber nicht, dass die Möbel nicht auch in einer Standardhöhe von 900 mm bestellt werden können. Ein weiteres besonderes Detail ist die Schiene an der Instrumentenwand. An dieser Schiene können drei Halterungen angebracht werden, in diesem Fall für den Ultraschall, den Seifenspender und das Tablet. Außerdem können die Halterungen in die ideale Arbeitsstellung verschoben werden. Auf diese Weise wird auch die Arbeitsfläche vergrößert. Würde man das Ultraschallgerät auf die Arbeitsfläche stellen, hätte man weniger Fläche zum Arbeiten zur Verfügung. Durch diese Lösung kann auch der Reinigungsstandard hochgehalten werden.
Auf der Instrumentenwand befinden sich außerdem die Schalter für die Beleuchtung der Vitrine, Steckdosen und zwei USB-Ports für eventuelle Geräte, die zum Beispiel für die Rückverfolgung des Sterilisierungsverfahrens dienen. Die LED-Beleuchtung ist um 45 Grad geneigt, damit das Personal beim Arbeiten nicht geblendet wird. Die Vitrinenschränke bestehen ganz aus Edelstahl und besitzen im Inneren einen blauen LED-Streifen. Dieser Streifen dient ausschließlich der Ästhetik, hat aber auch eine psychologische Funktion. Es ist nämlich bekannt, dass die blaue Farbe ein Gefühl von Sterilität, Keimfreiheit und auch von Entspannung vermittelt. Diese Farbe entspannt also einerseits das Personal, vermittelt dem Patienten aber auch gleichzeitig einen psychologischen Eindruck von Sterilität. Es sind zwei Vitrinenmodelle erhältlich, eine einfache Vitrine und eine mit Handschuh- und Papierspender. Die Module sind entweder als Schubladen oder als Türenelement erhältlich. Das Schubladenelement besteht vollkommen aus Edelstahl und besitzt sechs Schubladen mit selbstschließenden Führungen. Das Türelement ist mit zwei verstellbaren Glasflächen ausgestattet und Spezialscharniere sorgen dafür, dass sich die Tür auf den letzten Zentimetern selbst schließt. Gehen wir weiter zum Hochschrank mit dem Autoklaven, dem Beutelverschlussgerät und dem Thermodesinfektor. Der Hochschrank ist 2 Meter hoch. Wenn das Personal an dieser Stelle arbeitet und die Instrumente verpackt, kann das Fach, auf dem das Gerät steht, herausgezogen werden, um es als Arbeitsfläche zu nutzen. Die Auflagefläche besitzt eine Tragfähigkeit von 90 Kilogramm. Im oberen Bereich befindet sich ein Fach mit einer vertikal zu öffnenden Tür. Es eignet sich zum Aufbewahren der Wartungshefte der elektrischen Geräte. Wie die anderen Türen und Schubladen schließt auch diese Tür automatisch. Optionen, die in diese Sterilisierungslinie eingebaut werden können, sind ein Entmineralisierer unter dem Spülbecken zum automatischen Befüllen des Autoklaven oder eine Luftspritze zum Trocknen und eine Wasserpistole zum Spülen, die ebenfalls mit dem Wasser aus dem Entmineralisierer unter dem Spülbecken versorgt wird. In diesem Fall werden sie hier installiert. Dies sind die Stärken der Linie Sterinox von Technomed Italia. Eine Linie, die durch ihre Ästhetik besticht, leicht zu reinigen und desinfizieren ist und sich aufs Wesentliche beschränkt. Technomed Italia ist bei der Planung aber noch weitergegangen und hat ein digitales, softwareloses Rückverfolgungssystem geschaffen. Dieses System heißt SGT und ist in der Lage, alle Daten, die der Anwender manuell eingibt, mit den digitalen Gerätedaten auf einer gemeinsamen Plattform zu verknüpfen und damit ein Archiv für die rasche und präzise Rückverfolgbarkeit zu schaffen. Weitere Informationen zum SGT Steril Track finden Sie auf dem Online-Konfigurator von Technomed Italia. Auf dem Online-Konfigurator finden Sie natürlich auch Sterinox. Hier können Sie entscheiden, wie Sie das Sterilisierungsmodul je nach Ihren Platzverhältnissen konfigurieren möchten. Die Adresse des Konfigurators ist hier unten eingeblendet. Hier finden Sie die folgenden Module: Vitrine, Vitrine mit Handschuh- und Papierspender, komplette Instrumentenwand, Arbeitsflächen in verschiedenen Größen, außerdem Spülbecken, Schubladen, Türen und Hochschrankmodule. Ebenfalls im Konfigurator können Sie wählen, ob Sie Ihre Linie auch mit Geräten von Technomed Italia ausstatten möchten. Damit bin ich am Ende. Ich bedanke mich fürs Zuhören und verabschiede mich mit dem Satz: Machen Sie Sterinox zu Ihrer Visitenkarte. Herzliche Grüße von Luca Riccardi, dem Geschäftsführer von Technomed Italia.